den Begriff Littering bekannt? Nein. Ja, wir auch nicht. Das ist Abfallentsorgung auf öffentlichem Grund. Einfach die Güssel wegrühren, die nicht richtig entsorgt ist. Warum schmeissen Jugendliche den Küder an Boden? Ja, weißt, sie meinen sich cool und blöffen sich umeinander und sind etwas Besonderes und was auch immer. Ärgert dich, wenn du hier Müll am Boden siehst? Ja, voll. Wieso? Ja, ich meine, jede Ecke hat einen Kübel, weißt du, was ich meine? Ich schon in der grossen Stadt, bin schockiert, was ich sehe. Also mein Omen ist grau, es gibt keine Farbe mehr. All die grünen Wiesen sind unter der Schicht vom Müll. Kann mir einer mal sagen, was das eigentlich soll? Wenn ich Ich denke, die Ursache ist, dass die Leute einerseits auch zu faul sind, um ihren Güssel bis zum nächsten Kübel zu tragen. Und andererseits sind sie häufig einfach auch egoistisch. Oder sie denken nicht daran, dass irgendjemand den Güssel wegräumen muss. Oder dass jemand anderen auch stört, wenn sie ihren Güssel einfach irgendwo herrühren. Müsst ihr in der Schule auch ein paar Mal fötzeln? Nein, aber ich glaube, es wird kommen. An unserer Schule haben wir jetzt gerade so ein Projekt angefangen mit einer goldenen Schaufel und einem goldenen Kessel. Also, warum denkst du, dass wir das machen müssen? Ja, vielleicht schießt es am Hauswart selber an, das machen. Wie nehmen das die Jugendlichen auf? Wie machen sie das? Ich denke, zum Teil nehmen sie es sehr gut auf. Sie sehen aus meiner Sicht nicht immer ganz den Hintergrund, warum es so ist. Genau. Die Scherben auf dem Platz gehen wir auf den Wecker. Und all die faulen Öpfelbötschke finde ich gar nicht lecker. Ich gehe noch gerne ins Tor, so fühle ich als Fummel. Jetzt ist mir dort nicht wohl, wegen der vielen Ziegenstummel. Ich bin noch viel im Wald, Natur die ist mir wichtig. Der Güssel, der da oben liegt, der ist für die Umwelt giftig. Abfall gehört nicht am Boden, wenn das nicht begreifen. Wenn Abfall einfach oben liegt, von Wollen auch von Miefen. Ich lebe gerne in Wollen, nicht als ein schöner Ort. Aber manchmal kommt das Wollen wie ein grosser Kübel vor. So viel Abfall auf der Straße, ihr wünscht auf unseren Plätzen. Wir werden laut fordern, verruhmt euch Dreck. Littering und Jugend ist sicherlich ein Thema. Doch wie sieht dies bei Erwachsenen aus? Die Erwachsenen sind inzwischen so weit, dass sie sagen, wenn andere das Zeug am Boden rühren, dann tue ich es auch am Boden rühren. Das ist mal das eine. Und das andere, bei den Erwachsenen findet das Littering halt anders statt. Sie tun halt vielleicht den Abfall von den Heimen, vom Haus, tun sie nicht in dem Sinn auf die Straße rühren, sondern sie tun halt eigentlich zum Beispiel Güsselsäcke nehmen, die nicht gebührenpflichtig sind. Und dann stellen sie es einfach anders an bei einem anderen Haus hin. Sie machen es einfach anders. Sollten die bestraft werden, die Müll einfach an den Boden rühren? Kommt darauf an, was für eine Strafe. Wenn ich gerade so hart bin, dass man jetzt den Bus zahlen muss oder so. Einfach zusammenschießen und wissen fürs nächste Mal. Und was würdest du dazu sagen? In der Gemeinde putzen, weil das musste ich auch schon machen. Sollten wir Abfallsünder büssen? Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Nein, ich finde es nicht. Das wäre ja voll Abzockerei. Haben Sie Ideen für ein sauberes Wollen? Sicher, dass man die Leute darauf aufmerksam macht. Und ja, es ist für die Frage, ob Strafe sinnvoll ist. Aber ich denke, die Eltern müssen die Kinder sensibilisieren und wahrscheinlich müssen dann auch die Eltern sensibilisiert werden. Die lokale Steuergruppe dieses Projektes hat sich neben den geplanten Aktivitäten weitere Möglichkeiten zur Sensibilisierung ausgedacht und lancierte beispielsweise eine Aktion an der Gewerbeausstellung HGWO. Nutzen Sie die Chance und diskutieren Sie mit dem Forum der Projektwebseite unter www.wohlen.peopletalk.ch. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ihre Anregungen fließen in den weiteren Lösungsprozess mit ein. Mhm.
Sport. Okay.